Herzlich willkommen bei unserem täglichen Magazin, das allerdings heute ein bisschen anders gestaltet ist. Wir haben nämlich einen sehr willkommenen Gast im Studio, Konstantin Wecker. Hallo, wir freuen uns sehr, dass du Grüß da Gott. Bist. Grüß Gott, freut mich auch. Danke, dass du so kurz entschlossen auch auf unsere Anfrage geantwortet hast. Wir wissen, dass du sehr beschäftigt bist und wissen das sehr zu schätzen. Du bist noch nicht ganz so lange aktiv wie der Leonard Cohen, aber doch schon einige Weile. Das geht schon, ja. Und da wollen wir doch kurz, bevor wir dann zu anderen Themen kommen, so ein bisschen einen Überblick geben. Du hast ein großes Projekt jetzt im Herbst, glaube ich, oder ich weiß nicht, ob es erst nächstes Frühjahr anfängt, 40 Jahre Wahnsinn. Im Herbst, das ist mein 40 Jahre Tourneeprogramm, wo ich jetzt mal versuche, einen kleinen Querschnitt über die letzten 40 Jahre Bühnenarbeit. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, eigentlich sind es ja mehr, weil ich habe als 12-Jähriger bin ich am Gärtnerplatztheater auf der Bühne gestanden, immerhin mit einem Solopart bei einer Benjamin Britten Oper. Und das wären eigentlich 50, aber das klingt so blöd, finde ich, 50 Jahre. Ja. Also das macht einen doch zu alt. Also 40 Jahre Bühne ist okay. Und vor ungefähr 40 Jahren habe ich angefangen, in der Lach- und Schießgesellschaft mein erstes Programm zu spielen. Dein allererstes. Also ich kann mich an das erste, was ich von dir gehört habe, das war sehr, sehr lustig. Das war in Vaterstetten, glaube ich, in so einem Gemeindesaal. Und dir ist da irgendwie ein Teil vom Verstärker kaputt gegangen. Da warst du dabei? Ja. Das weiß ich, das werde ich nie vergessen, weil dann haben wir jemand aus dem Saal gefragt, genau. Und der hat eine Anlage gebracht. Ja. Und ich bin da hingekommen, muss ich auch schnell noch erzählen, die Anekdote, weil mein damals, glaube ich, 14, 15-jähriger Sohn zu mir gesagt hat, du Tina, was machst denn du heute Abend? So, weiß nicht warum. Ja, da wäre nämlich in Vaterstetten, das ist ja nicht weit. Es ging darum, dass er und seine drei Spitzeln natürlich ohne Auto und dahin wollten. Gott sei Dank, kann ich sagen. Und da habe ich dich das erste Mal gehört. Okay, also 40 Jahre Wahnsinn, das fängt jetzt im Herbst schon an, sagst du. Im Krone am 4. und 5. November. Super, aber vorher habe ich gestern auf einem Plakat gesehen, du trittst mit dem Werner Schneider zusammen auf. Genau, in Geretsried. Was ist da zu erwarten von dem Abend? Das ist durch einen tragischen Fall ist es passiert. Ich sollte eigentlich mit Dieter Hildebrand dort auftreten. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, weil man dachte, Mensch, noch einmal oder wieder mal mit Dieter. Wir waren ja oft zusammen, auch in Programmen auf der Bühne, nicht nur im Scheibenwischer. Ich habe ihn unglaublich geschätzt, den Dieter Hildebrand. Für mich der unbestechlichste Mensch, den ich jemals kennengelernt habe. Also der war nicht zu verführen mit dem Hetz, wie schön im Kirroyal heißt, wo der Adolf sagt, ich stell dir einen Porsche vor die Tür. Das hätte man alles am Dieter Hildebrand hinstellen können. Das hätte ihn nicht interessiert. Ja, Scheiß dich zu, sagt er auch noch. Ja, ich scheiß dich zu mit meinem Geld, hat der Adolf gesagt, genau. Also den Dieter hätte man zuscheißen können. Er hätte seine Meinung deswegen kein bisschen geändert. Ein wunderbarer Mann. Und dann ist der Dieter tragischerweise gestorben und ich bin mit dem Werner Schneider auch sehr gut befreundet und da haben wir gesagt, komm, lass uns zusammen eine Hommage an Dieter an diesem Abend machen. Also wir werden des Dieter gedenken und werden natürlich unsere eigenen Lieder spielen. Und wir werden versuchen, dahin zu gehen, gell? Auf jeden Fall, das haben wir schon fest eingeplant. Konstantin, deine Karriere begann mit deiner Musik. Du hast gesungen oder Klavier gespielt. Immer eindrucksvoll. Ach, und wenn beides zusammenkam, das Klavier und die Stimme noch eindrucksvoller. Und deine Texte waren unkitschig, trotzdem gefühlvoll. Und du hast uns mit deinen Utopien träumen lassen und hast uns Mut gemacht, das Leben anders zu führen und nicht angepasst zu sein. Das waren natürlich auch politische Texte, aber irgendwann wurden sie noch politischer. War das ein ganz normaler Prozess oder gab es dafür einen Auslöser oder war die Zeit der Auslöser? Also ich habe ja am Anfang, bin ich ja eigentlich durch diesen Willi in das Licht der Öffentlichkeit gerückt, wenn man so will. Bis dahin hatte ich so 20 Leute im Atelier Jean hier in München oder, ja, war nicht sehr viel mehr. Und dann kam plötzlich dieser Willi und mit einem Schlag kannte man mich. Und nun wurde ich aber auch von allen auf den Willi im Endeffekt reduziert oder von den meisten. Und ich wollte nie ein politischer Sänger sein. Ich fühlte mich als Dichter. Ich habe meine Gedichte geschrieben, habe sie vertont. Und bis heute würde ich sagen, am liebsten würde ich nur Liebeslieder schreiben. Mittlerweile geht's nicht mehr. Wir sind in einer Situation, dass mir so
die Galle hochkommt manchmal, wenn ich mir überlege, jetzt auch die Angriffe auf die IS, das, was in der Ukraine passiert. Wir haben 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, stolpern wir wieder? Nein, wir stolpern nicht. Wir werden ganz zielsicher wieder in Kriege hineingeführt. Wir haben einen Bundespräsidenten, der im Endeffekt kriegslüstern ist, man muss es so sagen, und mehr für die NATO da ist als für uns, ja. Es ist nicht seine Aufgabe als Bundespräsident. Da passieren Dinge, die so verlogen sind, mit solchen Lügen auch wieder rauskommen, dass ich mich frage, was, es kann doch nicht sein, wacht keiner auf. Nun ist aber das Interessante, die Medien sind wirklich, muss man so sagen, ich habe mich früher geweigert, das zu sagen, weil ich so viele gute Journalisten kannte. Aber man muss zur Zeit sagen, was den Krieg betrifft und die Ukraine-Krise, sind die Medien gesteuert, zum großen Teil. Es ist leider so. Und jetzt kommt aber ein Phänomen, das neu ist. Die Leser sind klüger. Es gibt so viele Leserbriefe und so viele Kommentare im Internet oder wo auch immer. Die Leser wissen es besser. Sie sind besser informiert und sie sind nicht so gesteuert von einer bestimmten Meinung. Und da frage ich mich, wie lange können wir durchhalten mit kritischen Dagegenhalten? So dass wir also eine Öffentlichkeit auch erreichen. Ich tue sehr viel im Internet, ich mache sehr viel auf meiner Facebook-Seite und ich habe auch schon also jetzt 110.000 Leute, das heißt, ich erreiche mit einem Beitrag, das ist schon enorm, bis zu 500.000, 600.000 Menschen, ja, mit einem kurzen politischen Beitrag. Und da gibt es mehr davon. Es gibt die Nachdenkseiten. Ja. Es gibt ganz viele kritische Seiten. Ich kann nur jeden aufrufen, informiert euch über die diese wichtigen, lebens- und überlebenswichtigen Sachen, informiert euch lieber im Internet als in den gängigen Medien. Ja. Ich meine, es ist die Frage, warum tun das nicht mehr Leute? Weil es geht ja schließlich nicht nur eine Minderheit an. Es betrifft uns ja alle irgendwie. Die gell? Meisten Leute stehen zwar zwei Tage lang, wenn ein neues iPhone kommt, aber auf die Straße gehen für irgendwas würden sie nicht mehr. Für ihren eigenen Untergang, gegen ihren eigenen Untergang gehen sie nicht auf die Straße. Also, den sehen sie nicht, den Untergang. Ist das Problem. Man muss natürlich eines sagen, es hat auch eine gewisse Gehirnwäsche funktioniert. Und jetzt komme ich auf deine Frage zurück. Du hast mich gefragt, warum ich dann politischer wurde, sogar als früher. Es gab ja eine Zeit, ich würde sagen so nach der Wende bis zum ersten Bankeneinbruch 2006, gab es eine Zeit, wo fast jeder gedacht hat, er kauft sich ein paar Telekom-Aktien und dann ist die Welt in Ordnung. Und da wurden so Mahner wie ich, die wurden als Alt-68er abgetan, Gutmenschen, mit denen man sowieso nichts mehr zu tun haben will, und schreibt deine netten Lieder, ist alles in Ordnung, aber politisch hast du einfach keine Ahnung. Oder wie der Dieter Nuhr schrecklicherweise mal über Dieter Hildebrand sagt, er ist noch nicht im 20. Jahrhundert angekommen. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Also da ist mir da war ich wirklich extrem verärgert. Sowas sagt man nicht. Und das stimmt vor allem auch nicht. Und jetzt merke ich in den letzten Jahren schon deutlich, dass es wieder eine Gegenbewegung gibt, dass Leute gesagt, Moment mal, vielleicht sollte man doch auf die hören, die sich wenigstens in einer gewissen Weise treu geblieben sind in ihren Warnungen. Jetzt fragen natürlich viele, ja, mein Gott, Wecker, du hast jetzt gewarnt und hast gemacht. Hast du denn die Welt verbessert? Hast du denn eine gerechtere, eine sozialere Welt geschaffen? Und ich glaube, man muss die Frage umgekehrt stellen. Ich habe da lang mit meinem Freund Hannes drüber gesprochen, mit Hannes Wader. Ich glaube, wir müssen es umgekehrt stellen. Wenn es diese vielen Mosaiksteinchen, und das bin ja nicht nur ich, das seid auch ihr, das sind Journalisten, die aufrecht bleiben, das sind auch viele Leute, die in ihrem ganz persönlichen Umfeld versuchen, etwas zu verändern. Wenn es die nicht gäbe, dann sähe es noch viel schlimmer aus. Ja. So rum muss man die Frage stellen. Also finde ich schon, dass ich in den letzten 40 Jahren was bewirkt habe. Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja jetzt so schlimm geworden, dass man wirklich, dass auch die Leute auf der Straße einfach das Nachdenken ein bisschen anfangen. Und auch von sich aus eben da was sagen die? Die merken das an allen Ecken und Enden, wird man da irgendwo dann doch drauf gestoßen. Ja, das mit der Gehirnwäsche ist interessant. Das hat ja hauptsächlich bei den Jugendlichen funktioniert. Und man merkt es, weil ich bin ja durch meine sehr jungen Söhne, bin ich ein bisschen in Kontakt mit jungen Leuten, was ich ja normalerweise in meinem Alter ist mir das ja nicht. Ja. Und ab und zu kommen sogar welche ins Konzert, aber meistens auch durch die Eltern oder Großeltern mitgenommen, natürlich, woher sonst, ist auch ganz toll. Aber da ist etwas passiert, wenn man sich mal überlegt, dass wir noch, da könnt ihr euch noch erinnern, als die erste Werbung in den Kinos lief, haben wir protestiert.
Wir haben gesagt, in unseren Kinos, im Fraunhofer, wo das war, haben gesagt, wir wollen doch keine Werbung haben. Ja? Mittlerweile geht man schon fast wegen der Werbung streckenweise in die Kinos hinein. Also man muss mal sehen, wie da die Konterrevolution. Nach 68 gab es eine Konterrevolution namens Neoliberalismus. Er hat wunderbar funktioniert, leider wunderbar funktioniert. Und der Neoliberalismus, möchte ich auch noch mal loswerden, ist eben nicht, wie alle sagen, keine Ideologie. Im Gegenteil, er ist eine straffe Ideologie. Eine straffe Ideologie, die zum Beispiel auch ein Grund dafür ist, dass Frau Merkel nicht am Klimagipfel ist, wie viel es der bewirkt oder nicht, aber er ist wenigstens da. Ja? Sondern anstattdessen mit der Industrie zusammen. Und da ist Rheinmetall dabei. Yeah. Und wisst ihr, was Rheinmetall ist? Ja. Rheinmetall hat im Ersten Weltkrieg schon... Ja. Haufen Geld verdient und sich bereichert durch ihre Waffen. Ja. Das möchten wir gerne dann in Originalwortlaut gleich von dir hören, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Da haben wir nämlich rausgesucht. Also, okay. Ja. Sabine, du hattest aber jetzt hier noch andere, was noch anderes, dem, gell? Wir hatten noch mehr mit dem offenen Brief. Ja, sogar der ARD-Programmrat hat ja ich habe kein Fernsehen, ich kann es selber nicht beurteilen, aber das habe ich gelesen. Also wenn es schon so weit kommt, dass der deutlich rügt, der sagt nicht, naja, so ein bisschen, der hat deutlich... Der Beirat des Programms, genau. Der hat das also deutlich gerügt. Und hier gibt es, das hattest du auch geschrieben, gibt es den offenen Brief an die Angela Merkel von dem Geheimdienstmenschen. Und das ist doch unglaublich, das, was wir immer nur vermutet haben und sagen, naja, vielleicht ist es doch nicht so und man weiß es doch nicht und stimmt das auch alles? Nein, der Geheimdienst schreibt, was die jüngsten Ereignisse in der Ukraine betrifft und die angebliche Invasion durch Russland, muss ich sagen, dass die vorgelegten diesbezüglichen Beweise in den Augen eines jeden professionellen Geheimdienstmitarbeiters nur als peinlich zu bewerten sind. Es ist schon als empörend zu bezeichnen, wenn mit den veröffentlichten unscharfen Satellitenbildern belegt werden soll, dass Russland Panzer und Artillerie in die Ukraine sendet. Wenn Russland das getan hätte, dann würden die USA und auch Deutschland über wesentlich bessere Beweise verfügen. Und das kann man ja wohl wirklich sagen. Und das ist doch eindeutig. Man muss dazu sagen, das sind US-Geheimdienst-Veteranen, also Leute, die in der USA in Geheimdiensten waren, die haben sich zusammengeschlossen und haben an Frau Merkel einen offenen Brief geschrieben, den sie natürlich nicht beantwortet hat, nehme ich mal an, oder vielleicht hat sie ihn beantwortet, wir wissen es nicht, nur der Brief ist offen gewesen und wo habt ihr ihn gelesen, außer in irgendwelchen Quellen im Internet? Ja, das ist ja schon mal so eine interessante Sache. Das ist doch etwas, was eigentlich eine Tageszeitung auf die erste Seite stellen müsste. Wir haben es bei dir gelesen. Ja, bei mir, genau. Ja. So. Dankeschön. Danke. Ja, danke. Konstantin, du hast 1982, glaube ich, eine LP und das später dann auch das gleichnamige Buch herausgebracht. Und das hieß, das macht mir Mut. Was hat dir damals Mut gemacht? Ganz kurz bitte. Und was macht dir jetzt Mut? Mir hat damals und heute Mut gemacht, dass ich das Glück habe und das Geschenk habe, das ganze Jahr über mit Hunderten, manchmal Tausenden von Menschen zusammen zu sein, die dieselbe Sehnsucht haben wie ich. Und ich glaube, wenn ich das nicht hätte, wenn ich nicht so lebendig in meinem Beruf stehen dürfte, gäbe ja viele Gründe in meinem Alter, es nicht mehr zu können, dann wäre ich auch vielleicht verzweifelt. Aber ich sehe ja immer, jeden Abend sehe ich Menschen, wo ich merke, im Moment, die wollen ja was, die wollen auch etwas bewirken. Das macht einem Mut, ja. Und die werden auch angesprochen. Man merkt, da ist eine Reaktion kann ich mir vorstellen, dass das toll ist. Genau, und dazu noch ein Satz von dir lautete, meine Anleitung für den couragierten Mitbürger sieht nur vor, sich nicht schon in die Hose zu machen, bevor ein konkreter Anlass zur Feigheit gegeben ist. So, jetzt zu dem Thema, was ja nun leider nicht nur aktuell, sondern so richtig schön schon verwurzelt ist, die Rüstung und der Krieg. Das ist ja jetzt wirklich, das haben sie sich so richtig ausgedacht. Jahrelang haben sie rumgeeiert und wollten uns den Krieg nahe bringen. Und jetzt mit der, seit der SIKO, wo dieser weihevolle Sprung quasi war, da, seitdem ist das... Es ist in aller Munde und überhaupt nicht mehr so schrecklich und schreckenerregend, wie Krieg ja nun ist und sein sollte und wie er dann auch tatsächlich ist. Und das ist jetzt so richtig schöne
schönes, wie soll ich sagen, multiples Verfahren, was da stattgefunden hat, finde ich jedenfalls. Auf der einen Seite dieses solide Grundmuster. Wir sind groß, wir sind stark, wir müssen in aller Welt und wir müssen nicht nur, also wir dürfen nicht nur, wir müssen tatsächlich, was natürlich den Interessen dient. Dann jetzt durch Gauck und natürlich sofort nachgeplappert von Steinmeier, von der Leyen hat er noch so ihre eigenen Sachen draufgesetzt, dieses flexible Ultima Ratio-Schiene und dazu die Rüstung, die ja jetzt sogar Planungssicherheit einfordert. Das war, also das hat mich vom Stuhl gehauen. Da ist wirklich jetzt Planungssicherheit für die Rüstungsindustrie. Und da sie Angst haben, dass dem nicht gefolgt wird und ihnen dann nicht recht gegeben wird und sie damit dann nicht das so machen können, wie sie es wollen, haben sie jetzt klare Forderungen gestellt. Entweder, Zitat, entweder wir bauen weitere Kapazitäten und damit noch mehr Arbeitsplätze ab, oder wir gehen ins Ausland. Alle großen Rüstungsunternehmen prüfen, ob sie auf Dauer im Lande bleiben können. Wenn mein Land bei mir nicht kauft und mir gleichzeitig sagt, du darfst nicht exportieren, dann halte ich das nicht lange durch. Jetzt habe ich nicht genau im Ohr, ist da eigentlich schon eine deutliche Reaktion von dem Gabriel oder von irgendjemandem Offiziellen da auf diese Drohung, auf diesen Erpressungsversuch gekommen? Es ist nichts bekannt geworden, aber ich nehme an, das ist ja immer der Erpressungsversuch. Also es ist ja immer der Erpressungsversuch zu sagen, wir müssen dann Arbeitsplätze abbauen. Mhm. Wir müssen Arbeitsplätze abbauen. Und ich meine, dieser Satz ist von dem Chef von der Rheinmetall. Mhm. AG und mein erster spontaner Gedanke war zu sagen, hau ab, wir brauchen dich hier nicht. Der zweite war, er ist ja nicht allein, es gibt ja sehr viele Rüstungsfirmen, es gibt ja so viele und wenn man überlegt, was haben sich jetzt, vor einer Woche kam die Meldung durch, dass die amerikanische Rüstungsindustrie endlich wieder aufatmen kann, weil jetzt wieder Einsätze geflogen werden. Sie ist wieder am Aufatmen. Ich meine, in was für einer Welt leben wir? Das ist der Normalfall. Das ist der Normalfall. Und dann wird jemand, ich meine, ich bin ein überzeugter und bekennender Pazifist. Das heißt, ich habe mich immer dazu bekannt, ich weiß nicht, was im Ernstfall wäre, wenn mein Leben bedroht wird, ob ich wirklich die andere Wange hinhalten kann. Aber ich weiß, dass ich dazu stehe, nicht mit Waffen auf andere loszugehen, dass ich trotzdem anderen helfen will auf andere Weise und dass es mir gelingen möge. Und ich glaube, und deswegen, ich weiß auch nicht mal, ob das einzig Richtige auf der Welt ist, aber ich habe mich dazu entschieden, Pazifist zu sein. Ich habe mich auch deswegen entschieden, weil ich das Gefühl habe, anders als diese Idee in die Welt zu tragen, werden wir nicht mehr überleben können. Ja. Und wir können nur noch mit dieser Idee einer wirklich gewaltfreien, friedlichen Gesellschaft. Dann kann man 100-mal sagen, aber Wecker, schau doch, da bei der IS muss man doch. Natürlich, die IS ist scheiße, das ist überhaupt keine Frage. Und sie sind grausam, nur als diese grausamen Videos kamen. Ja, glaubt ihr denn, dass die Amerikaner im Krieg weniger grausam waren? Krieg ist grausam. Das ist ja das Grausame am Krieg, dass er so grausam ist. Gibt es denn saubere Mörder im Krieg? Also die weniger grausam sind als die IS. Die IS ist absolut verachtenswert, überhaupt keine Frage. Nur, ich bin so oft belogen worden in den letzten 40 Jahren und in der Geschichte, wenn man nachliest, es wurde so viel gelogen. Ich glaube niemand mehr, keinem General, keinem Offizier, wenn er sagt, da, wenn du hingehst und kämpfst, das ist für die richtige Sache, für die gute Sache. Ich glaube nicht mehr. Da ist irgendwo bei uns in den Zeitungen, habe ich es gelesen, dass auch, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber auch der Kosovo-Krieg, der ja auch mit nie wieder Auschwitz, das ist erstmal, steht man davor und sagt, ja, was soll man da machen? Aber dass der sogenannte Genozid in dem Fall, ich meine, gut, jeder Tote ist zu viel, jeder Mensch, der drauf geht, ganz klar, aber das waren 35 Menschen. Und da zu sagen, also das ist jetzt ein millionenfacher Genozid so ungefähr oder der führt dahin, das ist dann einfach eine, so grausam sich das anhört, das ist eine Übertölpelung unserer Leute. Und die Toten, die sind bestimmt nicht dafür gestorben, dass die da als Mittel zum Zweck benutzen. Ich war ja 2003 im Irak.
Und da hat man mir unterstellt, ich sei ein Saddam Hussein-Freund, also alles Blödsinn. Ich war im Irak mit verschiedenen Friedensgruppen aus vielen Ländern, es waren Israelis, Spanier, Amerikaner dabei, die versucht haben, ein Zeichen zu setzen. Wir wussten, dass wir die Bombardierung nicht verhindern können. Und da sagte mir ein alter Poet aus einem Café, einem wunderschönen Café in Bagdad, wir haben nichts gegen die Amerikaner, wir würden auch gern mehr dorthin fahren, aber wenn sie hier anfangen zu bombardieren, dann wird das Tor zur Hölle aufgemacht. Ja. Und bis heute wissen wir, das war alles der Beginn, es begann im Irak 2003, ja. Ja. Vorher schon unter dem alten Bush, ja. Aber 2003 wurde das Tor zur Hölle, ja, aufgemacht. Und ich glaube, wenn ich das noch erwähnen kann, der Hannes sagte mal zu mir, ich denke jeden Tag an den Holocaust. Warum? Ich auch. Die Tatsache, dass so etwas möglich war, sollten wir immer vor Augen haben, um zu wissen, was möglich sein kann. Dass etwas menschenmöglich ist, was wir eigentlich mit normalem Menschenverstand sagen würden, das gibt es doch nicht. Also, es ist durchaus möglich, dass es eine Gruppe, eine Elite von Menschen gibt, die sich als Elite fühlt, wohlgemerkt, die der Meinung sind, dass ein paar Milliarden Schmarotzer sowieso zu viel sind auf der Welt. Und die einfach permanente Unruheherde brauchen. Permanent, und ich rede nicht von einer bestimmten Gruppe Menschen. Nein, ich rede nur, also das ist keine Verschwörungstheorie. Ich glaube nur, dass es dieser Rassismus in manchen Menschen, dieser Rassismus da ist, zu sagen, es ist okay, wenn man die Nutzlosen tötet. Ja. Und wir müssen uns dessen immer bewusst sein. Es ist, für mich ist es Rassismus. Es ist purer Rassismus, wenn die Amerikaner das Gefühl haben, alles, was außerhalb von Amerika ist, da kann gebombt werden. Es wurden 300 in Koreakrieg 350 Millionen Bomben geworfen. Ja, Wahnsinn. Stellt euch das mal vor, im Koreakrieg. Kann man sich nicht vorstellen. Das kann man sich nicht vorstellen. Und was ist weiterhin dann passiert? Mhm. Vietnam und Irak, wir brauchen, wir wissen das alles. Also, wie können wir dem ein Ende bereiten? Ich glaube, mit einem Traum. Wir müssen den Traum träumen dürfen und wir müssen ihn versuchen, wenigstens für uns in die Realität, ja, umzusetzen. Und ja, ganz genau. Und da sind wir wieder bei den Millionen kleinen, ja, Steinchen, die dann zusammenwirken und dann wirklich was bewirken können. Jetzt, Klimagipfel, da hat es große Demonstrationen gegeben und wird es auch weiterhin geben. Jetzt apropos Demonstration, jetzt vermisst man so ein bisschen die heftigen Bewegungen und heftigen Aktivitäten der Friedensbewegung. Ja. Was ist da los? Ich weiß es auch nicht ganz genau. Es ist natürlich, durch was auch immer hat sich die Friedensbewegung gespalten. Es ist eine heftige Attacke gegen die Montagsdemos gefahren, ja, Mahnwachen, ja, gefahren. Gut. Zum Teil völlig berechtigt, weil da wirklich Leute dabei waren, mit denen man nicht unbedingt gemeinsam demonstrieren will. Mhm. Gleichzeitig kann es aber auch sein, dass ein Teil dieser Attacken ganz bewusst gefahren wurde, um überhaupt jede Form von Demonstration zu verhindern, zu desavouieren. Ja? Die alte Friedensbewegung, also die Herrschaften meines Alters, die sind ja zum Teil auch, und das darf man doch niemanden übel nehmen, auch etwas müde geworden. Also wer heute 70 ist, muss nicht unbedingt noch auf die Straße. Ja. Es ist toll, wenn er es tut, aber er hat auch das Recht, ja, zu sagen, meine Füße sind ein bisschen zu müde dafür. Mhm. Und über die Jugend, ich meine, einer meiner Söhne ist ein politisch sehr aktiver junger Mann, das gefällt mir sehr gut. Das ist aber auch ein kleiner Kreis, also die von den Jungen, die sich politisch engagieren. Wir dürfen auch eins nicht vergessen, bestimmte Bewegungen wie Maidan und so weiter wurden natürlich auch mit unterstützt wiederum von Thinktanks, von Neoliberalen. Weil es ist natürlich ein, ja, super Trick zu sagen, wenn ich einen Staat loswerden will, einen unangenehmen, dann lasse ich das durch eine sogenannte, ja, demokratische, ja, Bewegung machen. Ja. Und in der Ukraine müssen wir doch mal klarstellen, es war ein Putsch. Natürlich. Es war ein klassischer Putsch, natürlich, es war nicht eine Revolution, die da, natürlich, stattfand. Ja. Und neulich war auch wieder, habe ich auch gelesen, dass CIA seit den 50er Jahren die Ukraine benutzt als sozusagen als Hebel, ja, ja, um die... Der Bröcker ist in seinem sehr guten, ja, Buch, wir sind, ja, die Guten, ja, empfehlenswert, stimmt, empfehlenswertes Buch. Stimmt, ja. Und das ist also von langer Hand... Also da ist Strategie, ist es das? Das ist alles Strategie dahinter. Und das ist das Schlimme und Bestürzende. Zum Beispiel Dick Cheney gehört dazu, zu den Lenkern dieser, ja, Strategie.
Und wie gesagt, das ist also keine, unbedingt muss man es immer wieder betonen, das ist keine jüdische Verschwörung, nein, um Gottes Willen, und keine Weltverschwörung. Es ist überhaupt keine Verschwörung, es ist viel schlimmer, es arbeitet alles zusammen, ja, das ist nämlich das Schlimme. Und schon eine Verschwörung des Kapitals, das muss man so sagen. Ja, die also, hängt mit voll mit drin, aber die anderen machen alle mit, wir machen alle mit, mehr oder weniger, und das macht, ist es so richtig so fest verflochten dann. Und deshalb so schwer aufzubrechen. Es gibt ein Gedicht von Georg Heym, das ich für eines der großartigsten der deutschen Sprache halte. Das hat er als 19-Jähriger geschrieben, 1912. Das beginnt auf, der heißt ja Krieg. Auferstanden ist er, welcher lange schlief. Ja. Auferstanden unten aus Gewölben tief. Und er kommt und den Mond zerdrückt er mit der schwarzen Hand. Ich habe das etwas weiter geschrieben, weil ich mich frage, das ist doch unglaublich, wenn man das liest. Zwei Jahre vor dem Ersten Weltkrieg. Und jeder Satz, wenn man etwas sensibel ist, lässt sich übertragen in das, was hier jetzt so brodelt. Ja. Natürlich, wenn du auf der Straße gehst und jemand fragst, der gerade seinen Hamburger isst, dann sagt er, wo haben wir Krieg, was ist denn los? Ist uns geht's wunderbar. Gut, mir geht's gut. Ja. Natürlich, man muss ja die Leute auch verstehen zum Teil. Dass sie auch sagen, warum soll ich mich da und um alles kümmern? Aber ich glaube, es gibt Zeiten, da muss man sich um mehr kümmern. Und die brauchen sich auch nicht dauernd zu kümmern, sie müssen nur ab und zu dran kümmern. Das reicht ja schon. Ab und das zu ist so ein Radio Lora hören. Eben. Wir könnten jetzt noch stundenlang mit dir weiter plaudern. Wenn es nicht so traurige Themen wären, dann wäre es wahnsinnig schön. Aber es ist auch so wahnsinnig schön. Die müssen durchgeplaudert werden. Ja, gut. Also, jetzt kommen wir aber zu einem Thema, wissen wir, dass dir das wahnsinnig wichtig ist. Im Frühjahr gab es auch eine Veranstaltung vor der Oper dazu. Das berühmte TTIP. Okay, dazu erstmal kurz und vielleicht magst du dich dann äußern, einen kurzen Beitrag aus einem Interview, was wir am Montag gemacht haben. Sehr gern. Es geht um die Auswirkungen, die das geplante Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU für die Entwicklungsländer hätte. Es gibt einiges Material dazu. Das ist ziemlich umfangreich zu lesen und ich nehme an, das ist der Hauptgrund, dass die meisten Redakteure es nicht gemacht haben. Also ich habe mir die Studie des IFO-Instituts in München, die von der Bertelsmann Stiftung veröffentlicht wird, die kann man sich auf dem Internet runterladen, mal durchgelesen. Und dann steht da auf Seite 28, so ungefähr 50 Seiten lang, ganz klar, dass die Entwicklungsländer die großen Verlierer sein würden. Ja, das wird sogar in Zahlen ausgerechnet. Also es heißt dort wörtlich, die großen Verlierer einer Eliminierung der Zölle, und darauf läuft es ja hinaus, sind die Entwicklungsländer. Es geht noch über Zölle hinaus, aber jetzt dieser Aspekt. Und dann werden da Zahlen ausgerechnet. Also wie die Wissenschaftler das machen, weiß ich nicht. Ich misstraue in gewisser Weise auch diesen Zahlen. Und wenn jetzt der Schaden für die Entwicklungsländer ausgerechnet wird, dann glaube ich, wird er im Zweifelsfall eher noch höher sein als angegeben. Da wird zum Beispiel, also ich habe besonders auf Afrika geguckt, weil ich da länger mal gelebt habe, vorausgesagt, dass die Einführung dieses Handelsabkommens für Botswana einen Rückgang des Pro-Kopf-Einkommens von 4,1% bedeuten würde. Für Mosambik 4,0%, Niger 4,0%, Algerien 3,5%, Namibia 3,1, Ägypten 2,8 und so kann man die Länder da durchgehen. Das sind nun Zahlen, da können sich die meisten Menschen hier, die niemals die Lebensverhältnisse in Afrika wirklich gesehen haben, die vielleicht mal als Touristen in Kenia gewesen sind oder so, sehr wenig drunter vorstellen. Aber ich kann Ihnen sagen, der Großteil der Bevölkerung in Namibia kommt mit Hängen und Würgen so gerade eben über die Runden. Und wenn jetzt das Pro-Kopf-Einkommen nochmals zurückgeht, dann ist damit eigentlich eine soziale Katastrophe programmiert. Wenn das Abkommen zustande käme, dann würde es im Moment ungefähr die Hälfte der gesamten Weltwirtschaft kontrollieren. Und dann wären auch andere große Länder, wie zum Beispiel China oder Russland, Indien, würden auch zu den Verlierern zählen. Aber also Indien ist sozusagen ein aufstrebendes Land, ein Schwellenland, wo es ja auch sehr viel Reichtum gibt. Und wenn da vorausgesagt wird, da würde das Pro-Kopf-Einkommen um 1,7% sinken, dann ist das lange nicht so dramatisch wie eben für diese afrikanischen Länder. Und dazu gibt es eine Aussage auf Seite 29.
das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da steht dann, also für die Welt insgesamt bedeutet diese Liberalisierung einen Anstieg des durchschnittlichen realen Einkommens um 3,27%. Damit liegt, so heißt es wörtlich, genug Geld auf dem Tisch, um die Verlierer zu kompensieren. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen Hörer von Radio Lora gibt, der sich vorstellen kann, dass die Bundesrepublik Deutschland oder die EU-Kommission oder das EU-Parlament angesichts der sozialen Probleme, die wir hier auch haben, sagen, ja, wir haben ja insgesamt gewonnen, jetzt gehen wir mal ein bisschen ab davon. Das ist ja ungeheuer. Das ist schön, ne? Das ist ungeheuer. Das ist man muss das nochmal sagen, auf der Zunge zu gehen lassen, das ist die Bertelsmann Stiftung. Das ist kein linksradikales Forschungsinstitut, sondern es ist die Bertelsmann Stiftung. Die sagen das selber. Also ja, Wahnsinn. Das so, das erstmal dazu. Der Herr Beer hätte noch etwas gesagt zu dieser Entscheidung der EU-Kommission, die das EU-Bürgerbegehren nicht zuzulassen. Mhm. Und das EU-Bürgerbegehren sagt aber, wir machen trotzdem weiter. Ob mit Kommission oder ohne, das muss man jetzt mal schauen. Was denkst du, wie geht das weiter? Auf jeden Fall weitermachen, weil diese Entscheidung zeigt uns, dass wir schon lange nicht mehr in einer auch irgendwie gearteten Demokratie in der EU sind. Also das ist einfach eine, ich weiß nicht, wie man das nennt, das ist noch keine Diktatur, aber es ist eine, ja, es ist schon fast eine Gelddiktatur auf jeden Fall. Also es wird uns etwas, also ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen nochmal. Das sind Menschen, die wissen, wir würden ein Bürgerbegehren, sie wissen genau, dass es schon über 1 Million würden wir schaffen. Und vielleicht schaffen wir 2 oder 3 Millionen. Das nehmen sie einfach nicht ernst. Ja? Also was macht es? Dieses Freihandelsabkommen wird nämlich nicht nur, und das ist die große Lüge, auch diese 3,1 glaube ich nicht so richtig, für alle Leute, für bestimmte Leute. Ja, für die Konzerne und für bestimmte Leute gibt es einen Aufschwung. Und für alle anderen ist es ein Verlust. Also der Heribert Brandl, muss ich sagen, der ja immer wieder sehr Lesenswertes schreibt, hat ja auch geschrieben, das ist im Endeffekt kann das Ende der Demokratie bedeuten. Er hat das sogar als Staatsstreich bezeichnet. Ja, als Staatsstreich, ja, das ist völlig richtig. Ja. Naja, und die Medien, die sich noch dazu herablassen, ab und zu drüber zu berichten, die liebäugeln ja immer noch mit dem ach so beliebten Chlorhähnchen. Was nun wirklich unser allerkleinstes Problem das ist. Das ist das kleinste Problem und das wird natürlich immer wieder kabarettistisch hervorgeholt praktisch von den Medien. Es ist ein Scheißproblem, gar keine Frage, weil wer will schon ein Chlorhähnchen fressen, aber dann sollte man halt überhaupt keine Hähnchen mehr essen. Eben. Die sind sowieso nicht nur für Chlor, sondern sie sind voller Antibiotika und sie wurden unsäglich gequält. Das muss man auch mal dazu sagen, aber das ist ein anderes Thema jetzt. Ja. Aber ich meine, wie weit es auch geht, also bis in den Bildungsbereich, bis in den Bereich Kunst, der davon auch beeinträchtigt wird, die Ausbildung und so weiter. Wisst ihr, was mich am meisten an der Sache wirklich empört, ist, dass bestimmte Errungenschaften, die Länder mit ihren Bürgern erreicht haben, also Bürger in ihren Ländern erreicht haben, zum Beispiel auch ein Mindestlohn, könnte sofort natürlich durch irgendwelche Konzerne, durch eine Klage, eine Verlustklage, eine Milliardenklage, könnte der wieder in Luft aufgelöst werden. Also wir haben über Jahrzehnte hinweg, haben viele Menschen demonstriert für bestimmte Rechte und die können dann zunichte gemacht werden, weil irgendein Dreckskonzern klagt. Und auf einen Verlust seines, irgendeinen Verlust seines ohnehin schon ungeheuren Vermögens klagt. Also, ich werde immer radikaler. Irgendwann müssen alle Konzerne zerschlagen werden. Ich bin ein Freund des anständigen Mittelstandes. Ich bin kein Gegner von Unternehmern. Es gibt gute Unternehmer, anständige. Ja? Und es gibt tolle Leute im Mittelstand. Es gibt Leute, die ihre Menschen gut behandeln. Und das ist alles in Ordnung. Aber ein Konzern muss in sich schon, kann nicht sozial sein. Weil er anderen Bedingungen gehorchen muss. Dieses Riesen, dieses immer wachsen ins Gigantische, da geht die Verantwortung flöten, da geht alles flöten, da wird nur noch die obere Spitze bedient und alles andere ist egal. Und du musst Shareholder bedienen. Du musst Shareholder bedienen, das ist die Hauptsache. Und so gibt es eins immer das andere. Immer nur gewinnorientiert sein und nicht menschenorientiert. Ja, ich denke, was wichtig ist, also weitermachen auf jeden Fall und auch klar machen,
dass wir nicht so mit uns umgehen lassen, dass wir sozusagen jetzt unser Spielzeug verloren haben, was wir uns so ausgedacht haben, und die Erwachsenen, die machen weiter. Und weiter unterschreiben auf jeden Fall bei TTIP, beim Change ist es, glaube ich, auch. Gibt ja viele Möglichkeiten der Unterschrift, im Internet forschen, weiter unterschreiben, sich engagieren. Dieses Freihandelsabkommen ist gefährlicher, als es uns klar gemacht das ist wurde. Ein Abrutsch, wirklich ein Abrutschen. Ja. Und wenn das einmal durch ist, ist es durch. Dann haben wir erstmal überhaupt keine Chance. Aber ich bin da eigentlich ziemlich zuversichtlich, weil überall die Wut wirklich gewachsen ist und die Bereitschaft zur Aktivität. Da gibt es sehr viel Verständnis dafür. Ja. Also für unsere Position gibt es viel Verständnis mittlerweile schon. Ja. Und man muss, glaube ich, auch klar machen, dass es für die USA wahnsinnig wichtig wäre, dass sie uns dazu kriegen. Ne? Weil deren Wirtschaft ist so am Boden irgendwo. Mhm. Und auch Obama, den man ja irgendwo mal dem mehr zugetraut hat und ihn mochte und erste Schwarze und so weiter, ist ja auch nur eine ziemliche Null geworden. Und, aber er möchte natürlich wirklich seine Regierung auch damit retten und seine, ich weiß nicht, weitere Amtszeit oder was auch immer, wenn er das kann. Und der würde natürlich unheimlich davon profitieren, wenn die Europäer mitmachen bei ihm. Ich glaube, dass der Obama, wie jeder amerikanische Präsident, unter einem ungeheuren Druck steht. Na klar. Also ich glaube, der kann nicht annähernd ein bisschen was von dem umsetzen, was er, glaube ich, wirklich ehrlich mal umsetzen wollte. Ich glaube, er hat gemerkt, dass es nicht möglich ist. Aber er hat schon zu Beginn seiner Amtszeit, wann hat er den Nobelpreis bekommen? Das war ja ziemlich zu Anfang. Und dann als Dankesrede dann den Krieg quasi zu verteidigen, also das fand ich so ein bisschen, öffnet doch so ein bisschen den Blick, was ihm wichtig war. Vielen Dank, Konstantin. Es war wirklich wahnsinnig schön, dass du da warst, und wir haben uns gut mit dir unterhalten und du hoffentlich mit uns auch. Es hat mich sehr gefreut, und ich habe mir schon vor vielen Jahren vorgenommen, dass ich zum Beispiel zu kommerziellen Privatsendern einfach nicht gehe. Und dafür komme ich umso lieber zu euch. Schön. Toll. Vielen Dank und Nutzen, alles Gute für dich weiterhin und bleib so gut erholt und bleib dabei mit deinem Mut. Ja, auch bleib streitbar. Und hilf uns auch mit deinem Mut und deinen Aktionen. Genau. Danke, Conny. Vielen Dank. Wiedersehen. Schönen Abend. Freut mich. Wiedersehen. Ciao. Servus.